Ich möchte mich den zwei wesentlichen Topoi unseres Vortragstitels, also nicht allen, sondern dem sich verdanken und damit der Historizität unserer Existenz zunächst literarisch zuwenden. Es gehört ja zu unserer existenziellen Grundsituation, davon war in den letzten Kaffeehäusern schon ausreichend die Rede, dass wir aufeinander angewiesen sind. Wenn Sie sich erinnern, ich schaffe es nicht allein, war hier der Leitgedanke, den uns Walter Kabelka in seinem Vortrag im Dezember 2017 geschenkt hat und den ich heute noch einmal aus der Perspektive des Sich-Verdankens wieder aufnehmen möchte. Und es gehört zu unserer Existenz, dass wir unser gegenwärtiges Sein nur im Kontext unseres Gewordenseins begreifen können. Hier taucht also die Frage nach der biografischen Identität auf, von der schon in Ihrem Nach- oder im Anschluss an Ihren Vortrag die Rede war. Dazu möchte ich in einem ersten Teil einige ganz persönliche Gedanken anbieten, die ich mir dazu gemacht habe, wie historisch oder ahistorisch die Frage nach unserer biografischen Identität in der Tradition systemkonstruktivistischer Denkfiguren meiner Einschätzung nach angelegt ist. Und je nachdem, wie eine Frage angelegt ist, ist auch die Antwort damit ein Stück schon mit angelegt. In einem zweiten Teil möchte ich dieser konstruktivistischen Perspektive nur sehr kurz und überblicksartig eine leibphänomenologische Perspektive, warum, haben wir heute schon ein paar Momente gehört, eine leibphänomenologische Perspektive auf Zeitlichkeit und Gedächtnis, also Erinnern und Vergessen, an die Seite stellen. Wie gesagt, ich möchte mich dem heute zunächst literarisch zuwenden. Wir blühen aus eigenen Zweigen, aber aus der Erde eines anderen, schreibt Max Frisch in seinem Tagebuch 1946 bis 1949, also im Alter von etwa 35 Jahren. Ich finde, das ist ein Satz, den man einfach mal nur auf sich wirken lassen könnte, den man eine gute halbe Stunde mal in aller Ruhe meditiert und dabei besonnen und besinnlich Einschau und Ausschau halten möchte, was dabei so alles in einem auftaucht, zur je ganz eigenen Erfahrung des Sich-Verdankens. So viel Zeit steht uns aber im Rahmen des heutigen Kaffeehauses leider nicht zur Verfügung. Aber wer von diesem Satz vielleicht ähnlich ergriffen ist wie ich oder sich von ihm noch ergreifen lassen möchte, sei angeregt, ihn zu Hause noch einmal auf sich wirken zu lassen. Interessant ist an diesem Zitat nämlich auch, gerade für unseren Vortrag hier, in welchem Kontext Frisch diesen Satz zu Papier bringt. Er schreibt: Was zuweilen am meisten fesselt, sind die Bücher, die zum Widerspruch reizen. Mindestens zum Ergänzen. Es fallen uns 100 Dinge ein, die der Verfasser nicht einmal erwähnt, obschon sie immerzu am Wege liegen. Und vielleicht gehört es überhaupt zum Genuss des Lesens, dass der Leser vor allem den Reichtum seiner eigenen Gedanken entdeckt. Mindestens muss ihm das Gefühl erlaubt sein, dass alles hätte er selber sagen können. Es fehlt uns nur die Zeit. Oder wie der Bescheidene sagt, es fehlen uns nur die Worte. Und auch das ist noch eine holde Täuschung. Die 100 Dinge nämlich, die dem Verfasser nicht einfallen, warum fallen sie mir selber erst ein, wenn ich ihn lese? Und dann folgt ein bemerkenswerter Satz. Noch da, wo wir uns am Widerspruch entzünden, sind wir offenbar die Empfangenden. Und diese scharfsinnige und vielleicht gar nicht so geläufige oder intuitive Einsicht, nämlich wir haben dem Dissens etwas zu verdanken und nicht nur dem Konsens, führt Frisch nun zum Höhepunkt seiner Aussage und damit zu der ergreifenden Feststellung, wir blühen aus eigenen Zweigen, aber aus der Erde eines anderen. Kennen Sie das, worüber Max Frisch hier spricht? Dass Sie ein Buch lesen und denken, oh, das hätte eigentlich von mir sein können. Oder eben auch, na,
da weiß ich etwas aber ganz sicher besser als die Autorin oder der Autor. Oder vielleicht auch die Vortragenden am Podium. Vielleicht hier heute beim Systemischen Kaffeehaus. Man weiß es eigentlich ja oft besser als die anderen. Aber man weiß es eben erst, weil die anderen vorher offengelegt haben, was sie wissen. Kennen Sie das? Ich denke, darum lesen und schreiben wir, darum hören wir anderen zu und sprechen mit und zu anderen, weil wir eben erst und nur am anderen zu uns selbst kommen. Mich beschäftigt zurzeit in diesem Zusammenhang vor allem, dass gerade die zentrale Denkfigur, die zum berühmten und beschworenen Paradigmenwechsel von den analytisch inspirierten Familientherapien zu den systemischen Therapien geführt hat, nämlich das Konzept der Autopoiese, eine gewisse Gegenwartsbeschwörung in den systemischen Therapien mit sich gebracht hat. Und gerade nicht das Verständnis wechselseitigen Angewiesenseins und Verdammtens. Gerade ein autopoietisches Verständnis von Lebendigsein oder lebendigem Sein stellt ja die Historizität unseres Seins in den Vordergrund. Und gerade diese Geschichtlichkeit ist in den Hintergrund geraten. Geschichte ist eher in der Bedeutung von Narrativ, nicht von Gewordensein aufgefasst worden. Dem Geschichten erzählen ist die ungeteilte Aufmerksamkeit zuteil geworden, dass es dabei aber immer auch um am eigenen Leib erfahrene Geschichten geht, ist ein wenig in Vergessenheit geraten. Im Moment sehe ich es so, dass es vor allem die in den 1980er Jahren zur selben Zeit forcierte epistemologische Theorie, nämlich der radikale Konstruktivismus war, der zu jener Ausdeutung des Autopoiese-Verständnisses von Maturana und La Riva beigetragen hat, wie wir sie bis heute in den systemischen Therapien finden. Meine gegenwärtigen Einlassungen und der Grund, warum sie mich so beschäftigen, lauten: In der radikal-konstruktivistischen Lesart des Autopoiese-Konzepts geht eben gerade die zentrale Erkenntnis von Wechselseitigkeit auch im Sinne des existenziellen Sich-Verdammens verloren. Da habe ich mich nicht im Stichwort monadisch, das lasse ich jetzt aus, also ein monadisches Verständnis vom Individuum. Dazu werde ich heute in der Kürze der Zeit nicht allzu viel sagen können, aber ich werde Ihnen, wie gesagt, in einem zweiten Teil meines Vortrags aus phänomenologischer und nicht konstruktivistischer Perspektive ein paar Überlegungen zur Konzeptualisierung von Zeitlichkeit, Gedächtnis und Erfahrung anbieten, an denen sich zeigen lässt, wie aus phänomenologischer Perspektive betrachtet unser Sein ganz selbstverständlich als ein Gewordensein am anderen in den Blick kommt. Also sowohl das historische Moment unserer Existenz, als auch die Dimension unseres unhintergehbar aufeinander angewiesen Seins zum zentralen Topos wird, der auch für die psychotherapeutische Arbeit eine Horizonterweiterung ermöglichen kann. Aber kehren Sie mit mir zunächst noch einmal zu Max Frisch zurück. Er war ja der Autor, der in den 1990er Jahren, also der Hochblüte der systemischen Therapien im deutschsprachigen Raum, von Systemikerinnen leidenschaftlich beschworen wurde. Gerade auch von der damals tonangebenden Heidelberger Schule und besonders von Arnold Retzer, der den allermeisten von Ihnen hier ein Begriff sein wird. In vielen Seminaren, Fachartikeln und Büchern wurde und wird, wie ich bis zum heutigen Tag eigentlich recherchiert habe, immer noch, Max Frisch zitiert. Und zwar konkret aus seinem Roman Mein Name sei Gartenbein. Jeder Mensch erfindet sich, so wurde man nicht müde zu zitieren, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er oft unter gewaltigen Opfern, ergänzt Retzer, für sein Leben hält. So wird der Protagonist dieses Romans, Theo Gantenbein, regelmäßig zitiert, hier von Arnold Retzer, und der schließt daraus: Diese Lebenserzählungen sind erfundene Biografien. Das war ein damals gelegen kommendes Indiz, wenn Sie sich erinnern. Unter systemisch-konstruktivistischer Perspektive Luhmannscher Prägung geht man ja davon aus, nur zum erzählten Leben, nicht aber zum erlebten und gelebten Leben, direkten Zugang und Anschluss zu haben. Die gesprochene Sprache
Sache und das Narrativ geraten über dieses so vorausgesetzte Verständnis in den Mittelpunkt systemisch-therapeutischen Wirkverständnisses. Biografie wird zur Erzählung, zur Geschichte, die nicht wahr ist, sondern immer auch anders erzählt werden könnte. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben, konnte jetzt geschlussfolgert werden. Neuerzählungen lassen sich erfinden und geriet zum optimistischen und programmatischen Titel nicht nur eines Buches, sondern auch eines praktizierten systemisch-therapeutischen Biografie- und Identitätsverständnisses. Geschichte als Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir aber im Intraweltenmodell vorausgesetzt nicht direkt zugänglich sind, wird zu erzählten Geschichten und diese sind letztlich immer auch erfunden. Erfunden, schreibt Retzer weiter, sind diese unvermeidlichen Lebenserzählungen deshalb, weil sie niemals den vollen Reichtum der gelebten Erfahrungen enthalten, konservieren oder wiedergeben können. Die Lebenserzählung entsteht und entwickelt sich immer als ein Selektionsprozess, in dem all das ausgeschlossen wird, was nicht in die Erzählung passt, schreibt Retzer. Und es ist ihm in der Aussage Recht zu geben, in der Ausdeutung dieser Aussage allerdings auch zu widersprechen. Lassen Sie mich dazu diese Aussage ganz spielerisch und selbst rückbezüglich auf das von Arnold Retzer hier produzierte Narrativ selbst anwenden. Der Satz Diogantenbeins, den Retzer hier zitiert, nämlich jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er für sein Leben hält, ist nämlich ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen. Retzer hat, um mit diesem Zitat seine These zu stützen, gerade das gemacht, was er beschreibt, nämlich einen Selektionsprozess vorgenommen, in dem all das ausgeschlossen wird, was nicht in die Erzählung passt, nämlich in seine eigene, mit der er auf Bestätigung seiner Definition von Identität abzweckt. In diesem Fall ist das der Kontext der Geschichte, in dem Diogantenbeins gewichtiger Satz fällt, der Retzers Selektion zum Opfer fällt. Im Roman spricht Theo Gantenbein diesen Satz nämlich zu einem Barkeeper, der ihn übrigens seit geraumer Zeit mit Whisky abfüllt. Das halte ich für kein nebensächliches Detail dieses Gesprächskontextes, ich komme darauf noch zurück. Er sagt zu ihm tatsächlich, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält, sage ich, aber hier ist der Satz noch nicht zu Ende, sondern geht weiter, oder eine ganze Reihe von Geschichten, sage ich, bin aber zu betrunken, um meinen eigenen Gedanken wirklich folgen zu können. Und das ärgert mich, sodass ich verstumme. Wir wollen also, würde ich augenzwinkernd vorschlagen, den betrunkenen Diogantenbein in seiner Geistesgegenwart nicht ernster nehmen, als er sich selbst und seine Aussage zu diesem Zeitpunkt nimmt. Im konkreten Erzählkontext lässt sich dieser denkwürdige und vielbeschworene Satz nun auch ganz anders verstehen. Das ist zumindest meine Lesart dieses Romans. Es geht Max Frisch ja gerade um die Problematisierung der Frage nach der Identität des Menschen, die in der Aktualisierung oder Erfindung sozialer Rollen eben genau nicht aufgeht, sondern ganz im Gegenteil gerade dort ihre prekärste Zuspitzung erfährt. Das Erfinden einer Geschichte oder mehrerer, in der ich eine andere bin als die, der gerade das widerfahren ist, was ja eben widerfahren ist, macht ja nichts ungeschehen. Auch wenn unser Hoffen darauf, dass das möglich wäre, menschlich zutiefst verstehbar ist. Durch jede erfundene Geschichte, würde ich sagen, schimmert die Erfahrbarkeit und Bannigkeit existenziellen Scheiterns, die durch fiktive Geschichten nicht getilgt werden kann. Max Frisch thematisiert über Diogantenbein und übrigens auch über seinen Protagonisten James Larkin White, der seine Identität als Anatol Ludwig Stiller verleugnet, die zutiefst erschütternde Erfahrung existenziellen Sinnverlusts, Sinnentleerung und Sinnentstellung. Eine uns allen mögliche Erfahrung ist dieses Angefochtensein bei Max Frisch, die alle Antworten auf die Frage nach dem eigenen existenziellen Gerechtfertigtsein schuldig bleibt. Man muss sich, um es so sehen zu können, den Erzählkontext, den Arnold Retzer weglässt, weiter vor Augen führen.
Gedankenbein beginnt mit dem Geschichtenerfinden, weil, oder zumindest als, er allein in seiner Wohnung sitzt, mitten unter abgedeckten Möbeln. Allein ist er dort, weil seine Frau ihn verlassen hat. Und nun schreibt Frisch. Ein Mann hat eine Erfahrung gemacht. Jetzt sucht er die Geschichte dazu. Man kann nicht leben mit einer Erfahrung, die ohne Geschichte bleibt, scheint es. Und manchmal stellte ich mir vor, ein anderer habe genau die Geschichte meiner Erfahrung. Der Barmann ist es nicht. Es verhält sich also genau andersherum als in der letzteren Ausdeutung des Gantenbein-Theorems, würde ich sagen. Wenn Theo Gantenbein sagt, ich probiere Geschichten an wie Kleider, so ist das nichts weniger als ein spielerisches Moment und weit und breit ist hier keine Rede von vitaler Experimentierfreudigkeit an möglichkeitssinniger Fiktion. Es ist ihm, würde ich sagen, etwas passiert, was ihm zu viel war. Er kann es nicht verkraften, also bleibt ihm nur, es eben nicht zu verkraften und er verkraftet es also auch nicht. Er kann und will nicht wahrhaben, was ihm da gerade widerfahren ist, also hat er es nicht wahr und darum ist es auch nicht wahr. Also ist es nicht passiert, sondern tausend andere Geschichten passieren ihm. Solche und nur solche, die er verkraften kann. Auch wenn sie Fiktion sind, oder besser, gerade weil sie Fiktion sind, verkraftet er sie. Aber wenn, was ihm widerfahren ist, in tausend Geschichten nicht vorkommt, so ist es ihm ja dennoch widerfahren. Nur hat er ausgerechnet zu dem, was ihm passiert ist, keine Geschichte. Und das macht ihm zu schaffen. Und diese Geschichte ist es, die er sucht. So verstehe ich den Satz, ein Mann hat eine Erfahrung gemacht, jetzt sucht er die Geschichte dazu. Man kann nicht leben mit einer Erfahrung, die ohne Geschichte bleibt. So würde ich es zumindest sehen, wenn Theo Gantenbein zu mir zum Erstgespräch käme. Das exzessive Whisky trinken würde ich als Ausdruck männlicher Traurigkeit, in Anlehnung an Konrad Kossmann, verstehen. Und seine Geschichten, die er anprobiert wie Kleider, würde ich verstehen, wie Michael Buchholz unlängst hier an der Lehranstalt bei einer Fortbildung gesagt hat, als unbewussten Behandlungsauftrag. Er könnte lauten: Lassen Sie uns die unaussprechliche Erfahrung, die ich gemacht habe, zu einer aussprechbaren Erfahrung, das Unsagbare sagbar machen. Damit ich mich nicht weiterhin so abmühen muss, jemand zu sein, dem das alles nicht passiert ist. Es ging mir also in der Therapie darum, sich unter all den geborgten Kleidern selbst wieder kenntlich zu werden und schließlich den oder die zu finden, dem oder der das alles passiert ist, also mich selbst. Das wäre meine Perspektive, die ich heute dem den 1990er Jahren entspringenden, enthusiasmierten Verständnis von Biografie und Identität entgegenhalten würde. Nicht als einzige Perspektive, aber als eine, die durch radikal konstruktivistische Ausdeutungen aus dem Blick geraten ist und die mich heute zum Widerspruch reizt. Und Sie sehen, wir landen wieder beim Eingangszitat. Was zuweilen am meisten fesselt, sind die Bücher, die zum Widerspruch reizen, mindestens zum Ergänzen. Es fallen uns 100 Dinge ein, die der Verfasser nicht einmal erwähnt, obschon sie immer zu am Wege liegen. Und vielleicht gehört es überhaupt zum Genuss des Lesens, dass der Leser vor allem den Reichtum seiner eigenen Gedanken entdeckt. Also bin ich Arnold Retzer und vielen anderen tonangebenden Autorinnen und Autoren systemischer Therapien seit den 1990ern tatsächlich dankschuldig. Wenn auch immer aus anderen und neuen Gründen. Früher, in meinen eigenen Anfängen als Psychotherapeutin, war dieser Dank dem Konsens und heute ist er dem Dissens geschuldet. Dass es doch so lange gedauert hat, bis ich manches sehe, was immerzu am Wege lag und zum Widerspruch reizt, erfüllt mich, das möchte ich nicht verschweigen, doch auch mitunter mit Traurigkeit und Unbehagen, besonders in der Aufarbeitung meines eigenen persönlichen Schicksals.
Was lässt sich also noch sagen zum Verhältnis von wahrhaftig gemachten Erfahrungen zu erfundenen Lebenserzählungen, außer dass sie deshalb erfunden sind, weil sie niemals den vollen Reichtum der gelebten Erfahrung enthalten, konservieren und wiedergeben können. Denn natürlich entstehen und entwickeln sich Lebenserzählungen immer als ein Selektionsprozess, in dem all das ausgeschlossen wird, was nicht in die Erzählung passt. Aber gerade das lässt Frisch ja seinen Gangbeinen tragischerweise vorführen. Und die Psychoanalyse hat uns dafür dankenswerterweise zwei treffliche Wörter geschenkt: Verleugnung und Verdrängung. Es ist bedauerlich und von Nachteil, finde ich heute, dass die Unterscheidung bewusst-unbewusst aus den klinischen Theorien systemischen Therapieverständnisses so ganz eliminiert wurde und wird. Gerade zu traumatischen Erfahrungen und zu deren psychotherapeutischem Umgang muss uns heute deshalb die Neurobiologie belehren, dass Erfahrungen nicht verschwinden, egal wie viel Narrative wir dazu erzählen. George Atwood hat sich dazu einleuchtend und inspirierend geäußert. In einer Deutlichkeit, die ich bemerkenswert finde, nicht nur, weil sie mutig gegen alle gegenwärtig dominanten empiristischen Diskurse auftritt, wie es das systemische Therapieverständnis dereinst auch getan hat. Ich lese Ihnen hier eine kurze Passage aus seinem Buch vor. Er schreibt: Ich sprach kürzlich mit einem bekannten Psychoanalytiker. Er erzählte mir, dass Kliniker im Allgemeinen etwas Wichtiges über den Einfluss von Trauma nicht verstehen. Dass es die Struktur des Gehirns schädigt, dauerhaft. Entsprechend dieser Ansicht, fuhr er fort, werden bestimmte Erregungsbahnen und Reaktionen im neurologischen Substrat durch ein schweres Trauma festgeschrieben. Sobald dies geschieht, ist diese Person biologisch verändert und das zentrale Nervensystem reagiert für immer verändert. Der Kliniker schloss, so erfahren wir von Atwood weiter, aus diesem Befund auf die nur sehr eingeschränkte Wirksamkeit von Psychotherapie. Atwood hat nun gar keine Einwände gegen diese Art auf Phänomene hin zu beobachten, würden wir sagen, aber er spricht sehr klar aus, was auch aus systemtherapeutischem Verständnis zu sagen wäre. Es handelt sich um ein Modell. Eine Landkarte, würden wir mit Kaschipski sagen. Edmund sagt es prägnanter. Es handelt sich letztlich um eine Metapher. Eine, wie er sagt, recht grobe, eigentlich eher eine Fantasie als eine wissenschaftliche Hypothese, eine neurologische Fantasie. Und er schreibt, trotzdem hat sie eine Bedeutung. Die Vorstellung irreversibler Veränderungen im Gehirn ist wahrscheinlich eine Vergegenständlichung bestimmter Gefühle, die dem Kern von Trauma zugrunde liegen. Und zwar, subjektiv gemachte Erfahrungen werden in eine materielle Sache verwandelt, in morphologische Gehirnstruktur, und auf diese Weise ausgedrückt. Und was sie ausdrücken, bringt tatsächlich wieder das subjektive Empfinden der traumatisierten Person zum Ausdruck, nur in einer physischen, hirnphysiologischen Konkretisierung oder Metapher, nämlich, es ist das Gefühl, dass man nie wieder der oder die gleiche sein wird. Diese subjektive Erfahrung wird in einem konkreten Bild, nämlich des irreversibel veränderten Gehirns, symbolisiert. Allerdings geht dann die Symbolisierung verloren und gerät zu etwas in der physischen Realität Existierendem. Die Landkarte, würden wir sagen, wird mit dem Gelände, die Speisekarte mit dem Essen verwechselt. Ein epistemologischer Irrtum im klinischen Verständnis. Das beunruhigende, nebulöse Gefühl, irgendwie unwiderruflich verändert worden zu sein, wird durch eine überzeugende Vorstellung von einer physiologischen Veränderung im Nervensystem ersetzt. Durch die Konkretisierung eines sonst schreckenerregenden Empfindens, gar nicht mehr dieselbe Person zu sein, die man gewesen war, wird das Gefühl persönlicher Zerrissenheit und Diskontinuität vermindert und in einem gewissen Ausmaß eingekapselt. Menschen mögen es, etwas, was ihnen passiert ist,
in bestimmten lokalisierbaren physikalischen Bildern festzuhalten. Genau, das passiert hier. Ich denke, die Tradition unseres systemtherapeutischen Verständnisses von Krankheit und Gesundheit, Wahnsinn und Normalität hat viele paradigmatische Übereinstimmungen und eine hohe Kompatibilität mit diesem klinischen Verständnis, aber nur sehr wenig mit den klinischen Theorien evidenzbasierter, medizinorientierter Wissenschaft. Dennoch habe ich den Eindruck, dass wir gegenwärtig in unserem Wirk- und Interventionsverständnis weit mehr hineingelehnt sind in positivistisch-objektivierende Behandlungsverständnisse. Das halte ich für bedenklich und für veränderungswürdig. Ich befasse mich, initiiert durch dich, Werner, und das ist schon gesagt, seit einiger Zeit mit den Intersubjectivity Theories, wie sie innerhalb der Psychoanalyse in der Tradition der Selbstpsychologie entwickelt wurden, und meine, dass uns ein Dialog mit dieser Schule und die Rezeption und Reflexion dieser systemisch-psychoanalytischen Ansätze gegenwärtig sehr gut tun würde. George Atwood, den ich hier zitiert habe, ist einer der Begründer der Intersubjectivity Theories und ich möchte Ihnen noch ein für mich sehr ausdrucksstarkes Zitat aus seinem Buch Der Abgrund des Wahnsinns anvertrauen. Das Erleben traumatischer Isolation entspricht einer Entfremdung von allem Menschlichen. Das macht die Herausforderung für den Kliniker aus, für die Psychotherapeutin. Die Ausweitung seiner oder ihrer Empathie, um genau solche subjektiven Zustände zu erreichen und das Gefühl, in die Dunkelheit geworfen zu sein, zurück in die Gemeinschaft anderer als etwas menschlich Wiedererkennbares zu holen. Es ist das Wunder der Psychotherapie, dass sie manchmal das Unerträgliche erträglich werden und das Unsagbare sagbar werden lässt. Das geschieht jedoch nicht durch die Minderung des Schmerzes, dem man in der Welt Traumaüberlebender begegnet. Das ist nicht möglich. Aber durch das Aufnehmen dieses Schmerzes in den Kreislauf menschlichen Verständnisses gelingt dies. Ich meine, dass eine phänomenologische statt einer radikal konstruktivistischen Lesart unseres systemtheoretischen Fundaments eine Perspektivenerweiterung für unsere klinischen Modellbildungen und Theorien bringen würde und will das hier nun in wenigen Andeutungen zur Konzeptualisierung von Zeitlichkeit, Gedächtnis und Erfahrung skizzieren. Denn von ihr hängt entscheidend ab, wie und ob überhaupt unseren Erfahrungen in der Vergangenheit und damit auch unserem Erinnern im therapeutischen Prozess Aufmerksamkeit schenken. Ich denke, wir könnten unsere gebräuchliche und für einen systemischen Geschmack viel zu lineare Metapher von der Timeline, in der Vergangenes vorbei und Zukünftiges noch nicht da ist, durch eine dynamischere, prozessuale und fluide Konzeptualisierung ergänzen, wie sie in phänomenologischen Verständnissen Tradition hat. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschweben im prozessualen Erleben zu einer einzigen Zeit. Indem sich nämlich meine Geschichte, also mein Gewordensein, meine Erfahrung, in jedem gegenwärtigen Moment zur Sprache bringt. Im wahrsten wörtlichen Sinn von Sprache, aber eben auch gerade in meinem Gestus, meiner Körperhaltung, meinem Vorverständnis von Situationen und Menschen, also in all dem, von dem ich stillschweigend ausgehe, also unbewusst und Vergangenheit, wenn ich mich in der Welt bewege und indem ich gleichzeitig immer auch auf etwas noch nicht Gegenwärtiges ausgerichtet bin, also all dem, was ich stillschweigend erwarte, wenn ich mich in der Welt bewege. Dieses Verständnis von Gleichzeitigkeit war auch in den systemischen Diskursen einst im Gespräch und wurde zum Beispiel Ende der 1990er Jahre von Rosemarie Welter-Enderlin gegen Jay Haley in Anschlag gebracht, der Selbsterfahrung für angehende Psychotherapeutinnen, genauer Arbeit an der eigenen Geschichte und der Geschichte der eigenen Herkunftsfamilie, nur dann für notwendig erachtete, wenn Lehrtherapeutinnen
nicht kompetent genug sind, Therapie zu unterrichten. Wörtlich, Hay, Schalterrundenrebell der Enderlin, Hay zum Beispiel äußerte in der für ihn typischen Distanz zur Psychoanalyse, dass die Beschäftigung mit dem persönlichen Leben eines Ausbildungskandidaten nur bei Ausbildern üblich sei, die nichts davon verstünden, Therapie zu lernen. Wir können, hielt Wächter Enderlin damals dagegen, Hays Polarisierung von historischem Material und aktuellen Problemen nicht teilen. Denn wir haben einen Begriff von Geschichte, der den gesamten Spannungsbogen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst. Von einer Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auszugehen und damit eben von einem stillschweigenden Ausgehen und Erwarten, sieht folglich voraus, dass wir die aus unserem therapeutisch-klinischen Blick ausgeschlossenen, unbewussten Prozesse menschlicher Erfahrung wieder in den Blick hereinholen. Das ist schon darum notwendig, weil wir unter Gedächtnis ja ohnehin ein sowohl explizites, also deklaratives, bewusstes Erinnern, als auch ein implizites, unbewusstes Gedächtnis verstehen, auch wenn wir verabsäumen, es zu konzeptualisieren. Hier ließe sich der seit Gregory Bateson gesuchte und durch den Konstruktivismus verstellte Weg zu einer Überwindung eines kartesianischen Vorverständnisses von Geist-Körper-Trennung wieder aufnehmen. Stellen wir uns den Geist nicht länger körperlos und den Körper nicht länger geistlos vor, finden wir in phänomenologisch ausgearbeiteten Konzeptualisierungen von Leiblichkeit und Zwischenleiblichkeit im Sinne Merleau-Pontys eine Perspektivenerweiterung, die an systemische und autopoetische Vorverständnisse hoch anschlussfähig sind. Wir müssen dann nicht mehr glauben, nur zu explizit in Sprache gefasster, erzählter und erzählender Erinnerung Zugang zu haben, sondern auch zu implizit sich uns mitteilender, erfahrener und erfahrener Erinnerung. Während das explizite Gedächtnis, schreibt Thomas Fuchs, während das explizite Gedächtnis die Erinnerung in ein Zeitgitter der Vergangenheit einträgt, erleben wir im leiblichen Wiedererkennen das Zusammenfallen von Vergangenheit und Gegenwart zu einer einzigen Zeit. Für dieses implizite Gedächtnis oder Leibgedächtnis gibt Thomas Fuchs, ein deutscher Psychiater und Psychotherapeut mit dem Arbeitsschwerpunkt phänomenologisch fundierte Psychopathologie, ein Beispiel, sodass Ihnen der Begriff und die Bedeutung des Leibgedächtnisses sofort einleuchten wird. Er zitiert den französischen Philosophen Gaston Bachelard. Über die Erinnerungen hinaus, schreibt er und meint damit die expliziten bewussten Erinnerungen, über die Erinnerungen hinaus ist das Elternhaus physisch in uns eingezeichnet. Es besteht aus einer Gruppe von organischen Gewohnheiten, aus einem Abstand von 20 Jahren, allen anonymen Treppen zu Trotz, würden wir noch die Reflexe jener frühesten Treppen wiedererkennen. Über eine bestimmte, etwas zu hohe Stufe würden wir nicht stolpern. Das ganze Sein des Hauses würde sich entfalten, unserem eigenen Sein treu geblieben. Wir würden die Tür aufstoßen, die noch das gleiche Knarren hat, ohne Licht würden wir in den entlegenen Speicher gehen. Das Gefühl der kleinsten Klinke ist noch in unserer Hand. Und auch für die klinische Praxis wird Ihnen an folgendem Beispiel von Thomas Fuchs die hohe Relevanz dieser Perspektivenerweiterung in Bezug auf ein unbewusstes, präreflexives Leibgedächtnis einleuchten. Thomas Fuchs schreibt, betrachten wir ein anderes Beispiel, nämlich aus den Lebenserinnerungen des jüdischen Schriftstellers Aharon Appelfeld, der vom 7. bis 13. Lebensjahr den Zweiten Weltkrieg als Flüchtling in den Wäldern der Ukraine erlebte. Er schreibt, seit Ende des Zweiten Weltkriegs sind bereits über 50 Jahre vergangen. Vieles habe ich vergessen, vor allem Orte, Daten und die Namen von Menschen. Und dennoch spüre ich diese Zeit mit meinem ganzen Körper. Immer, wenn es regnet, wenn es kalt wird oder stürmt, kehre ich ins Ghetto zurück, ins Lager
oder in die Wälder, in denen ich so lange Zeit verbracht habe. Die Erinnerung hat im Körper anscheinend lange Wurzeln. Alles, was damals passierte, hat sich den Zellen meines Körpers eingeprägt, nicht meinem Gedächtnis. Die Zellen des Körpers erinnern sich anscheinend besser als das Gedächtnis, das doch dafür bestimmt ist. Noch Jahre nach dem Krieg ging ich nicht in den Hintern des Gehsteigs oder Webs, sondern immer dicht an der Mauer, immer im Schatten, immer eilig wie einer, der flieht. Manchmal reicht der Geruch eines Essens, Feuchtigkeit in den Schuhen oder ein plötzliches Geräusch, um mich mitten in den Krieg zurückzuversetzen. Der Krieg sitzt mir in allen Gliedern. Hände, Füße, Rücken und Knie wissen mehr als die Erinnerung. Wenn ich aus ihnen schöpfen könnte, würden mich die Bilder nur so überfluten. So ist Vergangenes, oft ganze Lebensperioden in unserem Leib eingeprägt, freilich tiefer und nachhaltiger, als es das autobiografische Gedächtnis vermochte. Und damit möchte ich abschließend ergänzen, durch das Erfinden von Geschichten, die wir für unser Leben halten, allein nicht aus der Welt zu schaffen. Die gravierendste Form der Inkorporation in das Leibgedächtnis, schreibt Thomas Fuchs, stellt das eigentliche Trauma dar. Das Erlebnis von Missbrauch, Vergewaltigung, Folter, Geiselnahme oder Todesdrohung. Als ein Ereignis, das sich nicht aneignen, symbolisieren und in einen Sinnzusammenhang integrieren lässt, lässt das Trauma nur noch den Rückzug in eine Emotionslähmung, eine Todstellreaktion zu. Es reißt, wie Verne formuliert, ein Loch in das symbolische Gewebe, aus dem die Geschichte des Subjekts besteht. Das Geschehene bleibt namenlos und unaussprechlich. Es hinterlässt eine Lücke in der expliziten Lebensgeschichte, in der narrativ konstituierten Subjektivität. Auf der Grundlage dieses Verständnisses von Leiblichkeit und damit Zeitlichkeit bedeutet Erzählung einer Geschichte also weit mehr als das bloße explizite Narrativ einer Lebensgeschichte, das ebenso gut wie jedes andere in eine Lücke passt. Es bedeutet eine Erfahrung, die sich uns erinnert, aber wir uns nicht an sie, ihre Geschichte zu geben. Es geht also nicht um bloß irgendeine Erzählung und nicht bloß um das Wortefinden, sondern es geht um eine zwischenmenschlich geteilte Erfahrung, in der die erfahrene Geschichte angeeignet werden kann. Es geht also um Aneignung von Geschichte, um Aneignung eines Geschehens, das weder erinnert noch vergessen werden kann. Das, so Fuchs, lernen wir schon bei Janine und Freud. Und darum findet Theo Gantenbein seine Geschichte nicht beim Barmann, so sehr ich ihn auch persönlich zutiefst verstehen kann, dass er in seiner Not auf die Idee kommt, sich helfen zu können, indem er sich vorstellt, ein anderer hätte genau die Geschichte seiner Erfahrung. Und ich mutmaße, die Tatsache, dass mir diese Idee auf so vertraute Weise nachvollziehbar ist, sagt nicht nur etwas über meine Empathiefähigkeit aus, sondern auch über das Motiv meiner Berufswahl von nunmehr über 25 Jahren. Und darum, damit möchte ich schließen, ist auch der exzessive Whisky-Konsum sowohl für Theo Gantenbein als auch für Stiller bzw. Mr. White kein nebensächlicher Teil des Erzählkontextes, wenn Sie sich erinnern. Und ich verstehe jetzt noch besser, was ich mit meiner Hypothese männliche Traurigkeit gemeint haben könnte. Ich bin nicht stiller, so der erste Satz des Romans. Ich bin nicht stiller, Tag für Tag sage ich es, schwöre ich es und fordere Whisky, ansonsten ich jede weitere Aussage verweigere. Denn ohne Whisky, ich habe es ja erfahren, bin ich nicht ich selbst. Jetzt muss man natürlich einsehen, er ist es auch mit Whisky nicht. Aber Whisky hilft vermutlich, das eine Zeit lang zu vergessen. Dann aber, wieder nüchtern, beginnt für ihn neuerlich die Suche nach seinem Selbst. Weil, sagt er zum Staatsanwalt, der nicht glauben will, wer er ist, man es nicht aushalten kann,
sich seiner selbst zu schämen und die Geschichte dazu nicht finden zu können. Sagt der Staatsanwalt. Man hält das nicht aus, sagt Stegner. Verstehe, sagt der Staatsanwalt. Man kann nicht jahrelang ein schlechtes Gewissen haben, Herr Staatsanwalt, ohne zu verstehen, warum man ein schlechtes Gewissen hat. Und so weiter. Ich weiß nicht, ob er mich versteht. Lassen Sie uns hoffen und uns darum bemühen, dass die gegenwärtige Psychotherapie das besser kann als die Staatsanwaltschaft. Wollt ihr nicht eine Pause machen? Nein. Nein, sehr gerne.